Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Episode Part von South Park. Stark der Wahrheit. Wir haben das letzte Mal gegen Clyde gekämpft. Ich musste das Ganze jetzt nochmal wiederholen, ja, weil der Speicher hier ein bisschen anders ist, als wie ich eigentlich hätte mir wünschen wollen. Ja, ich komme ja gleich. Immer mit der Ruhe. Erstmal hier ein bisschen rumschlagen, ne? Ein bisschen rumangeben hier, du auch. Du hast mir ganz schön Ärger gemacht gerade, ja. Aus nicht rumzustöhnen. Was? Wie hört sich das denn an? Okay, ich lasse es sein. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. The Stick of Truth. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the Stick of Truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive position! OMG. Die Elfen greifen an! Und was sollen wir tun? Ein bisschen rumstöbern. Was ist das überhaupt für eine Ich komm gleich! Mann! Ich will mich wenigstens hier ein bisschen umsehen. Ein Pfannenwender ist doch auch noch mit dabei. Sehr schön. Eine schöne Karte. South Park. Stab der Wahrheit. Sehr schön. Und gut, ich komme ja. Man the gate! Don't let them through! Give us the stick, humans! Fuck you, Drow Elf! Come and get it! Clyde, guard the Stick of Truth while we defend the fortress! Aye, aye! We're not playing pirates, Clyde! In fact, this is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs! Ja, meine Güte, ich halte sie ja schon auf! Butters! Aber wen mache ich als erstes? Hier, den hier. Der kommt mir gerade so nah. Gucken, was wir gelernt haben. Do it, douchebag. Kick these elves' asses. Ja, ganz ruhig. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Aber anscheinend war das nicht so schlimm, denn wir haben was zu essen bekommen. Gesundheitstrank klein. Es ist aber kein Trank, es sind Chips. Man, I could be watching TV right now. Aber gut, nehmen wir nochmal die Tüte Chips. Und dann geht's auch gleich weiter. We'll say you can have one potion every turn. I asked for 5, but this was a compromise. Ich wollte gar nicht überspringen. Fast, try to block all his attacks. Take that! Hau ab! Okay, if you block all the attacks, you get a counterattack. Ja. Yeah. Your enemy on the ground, weak and helpless. Kick the shit out of him! Ja, mach ich doch! Los, hop! Hau ab! Awesome, you kicked his helpless ass. Now finish off these elves in the name of the Wizard King. Hier, komm, machen wir erstmal hier den... Come on, fight! Machen wir erstmal den hier kalt. Komm! Und los! Home Run! Das war ein Home Run! Auf jeden Fall! Hau ab! Jetzt hau ab, Mann! Hey! Die Kinder heutzutage haben keinen Respekt vor den Kindern. Machen wir hier auch mal einen Home Run? Komm her! Das kriegen wir doch auch hin. Da! Sagt sein Home Run, aber es hat gereicht. Damit sind die ersten ausgeschaltet. Sehr gut. Perfekt. Oh, wir können sie ausnehmen. Machen wir das noch gleich. Oh, da war nur einer. Schade. Ja, warte, ich helfe dir. Ich hab dir schon mal geholfen. Mann, ihr kommt immer zu zweit dran. Ihr könnt einfach nicht alleine kämpfen, oder? Kontern.
Ja! Ich soll ihn in den Arsch treten. Na, gut. Oh man, he was totally waiting for you, dude. You can't just hit him like that. Das sagst du mir jetzt? Du bist vielleicht einer. You need to try a different tactic to damage him. Look at that archer hiding behind his friend like a wuss. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. Immer ruhig mit den Jungpferden. Das mache ich ja schon. Sweet, now you can hit the guy in the back. Go for the pink mist. Ah, hat doch ordentlich Schaden genommen. Take out the archer. Do ja, I ja. Erklärst zu viel, mein Junge. Aua! Was? Das war doch nicht ernst gemeint! Careful, douchebag. That guy's ready for your arrows now. You gotta try something else. Jo, das war ein bisschen lahm, ich weiß. Hat aber ausgereicht. Komm, knocken wir den ja auch noch aus. Oh. No, Kitty, fight back. That's a bad kitty. Yeah. Was ist das denn hier? Eine Katze schlagen. Ich werde es dir zeigen. Ich als Katzenfreund. Let's do this, douchebag. Kontern, alles klar. Schild. Okay, that guy has a shield. Shields are super weak. Just hit them with your simplest hit over and over to wear them down quickly. Okay, wir müssen das Schild irgendwie ausknocken. Und wir können anscheinend... So, so machen wir halt mal. Ja, ich hab doch gedrückt. Hell yeah, that's how you do it. Ich hab gedrückt und das hat nicht reagiert richtig. Power attack his armor. Keine Ahnung, was gerade los war. Jetzt aber, zack! You don't hit this bitch as hard as you can, her arm is gonna soak up all the damage. Aber irgendwie sind wir schon wieder dran. Die Gegner kommen ja gar nicht mehr dran. Die haben gar keine Chance gegen mich. Ich meine, ich bin die ganze Zeit dran. Ist auch normal, ne? It's gone. What? The stick of truth. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Clyde? You are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah! Go home, Clyde! You fought bravely on the battlefield, douchebag. Yeah, you can make me a douchebag, but you sure can't fight! Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The Stick of Truth has been stolen, and we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king! Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors, Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Gut, sind wir jetzt dabei? Quest und Level geschafft. Fair. Ja, ich wollte schon sagen. Perfekt. Verflixt nochmal eins. Das wollte ich raushauen. Die arme Katze wurde angegriffen. Jetzt ist sie wieder in Sicherheit. Und ja. Clyde ist nicht mehr dabei. Dann bist du jetzt dafür zuständig, oder wie? You need any weapons or armor? Got some pretty good wear here. Ja, das würde ich auch mal haben. Was hast du denn schon für gute Dinger? Irgendwas, was ich mir leisten kann? Level 2? Das nehme ich mir mal mit. Das sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Besser als das Holzschwert, ne? Aber Holzschwert, das ist Trend. Scott Melkison, Facebook. Brief von Tweak. Hm.
Warum schreiben mir denn alle auf einmal Briefe? Begleiter freigeschaltet. Butters. Butters Hausschlüssel. Haustürschlüssel. Was guckst du mich so an? That one sounded like it hurt. Is that Spanish? Nein, das ist nicht Spanisch. Das ist Französisch. Nein, Spaß. Nichts über die französische Sprache. Die ist ziemlich gut. Aber South Park ist ja mit allen drum und dran. Mhm. Wo wir gerade sind. Alles klar. Ich wollte einfach nur dieses blöde Ding da wegkriegen. Damit es uns nicht stört. This is the King's room. I don't think we're supposed to be in here. What exactly are you looking for? Aha. Ja, alles klar. Was haben wir denn noch hier? Alles nehmen hier, schnell, nehmen, bevor er kommt. Was ist das denn hier? Ah, ja, ja, ja. Wer die Serie kennt, der weiß, was das ist. Das sind diese komischen Fischmenschen, die er aufbaut oder aufgebaut hat. Alles nehmen. Er guckt nicht. Nein, nein, nein. Du guckst nicht, hast du verstanden? Du verrätst nicht. Wir machen nichts hier, ja? Wir gucken uns so ganz kurz um, aber wir machen nichts. Was? Er hat coole Sachen? Das wollen wir doch erstmal sehen. Alles klar. Das Haus, das Schlafzimmer der Mutter. Eine Unterhose gefunden. Questmission. Last week, Cartman's mom was here with a few men having a whole lot of magic. She was doing hand magic and butt magic. Ja, alles klar. Ich will ja nichts sagen, aber ja, alles gut, ne? Ach du je, was haben wir denn alles hier für Sachen hier? Meine Güte. Nein, nein, nein. Deswegen sollte man fremde Häuser nie betreten, ne? Außer man nimmt ein paar Sachen mit, ne? Die man für die Mission braucht. Alles nehmen, natürlich. Tschüss, wir gehen jetzt. Kommst du mit? Musst du ja. Du bist ja mein Begleiter. Ja, so wie es hier stand. Von daher musst du ja. Yeah, fuck your shit up. Hast recht. So. Neue Nachricht von Clyde. Neue Nachricht von Cartman. Neue Nachrichten. Ja, ja. Suche Craig in sein Haus und sprich mit ihm über das Spiel. Gehe zu Tokens, schicke Tokens schicken Haus und überzeuge ihn, mit bei uns mitzuspielen. Finde Tweak im Café Tweak Bros und versuche ihn zum Mitspielen zu bewegen. Ah, alles klar, Timmy Express. Schalte alle Schnellreisenflaggen und South Park frei. Machen wir alles. Kein Problem. Immer mit der Ruhe. Jetzt haben wir aber auch Butters Schlüssel. Ist das nicht Butters Haus? Das ist doch Butters Haus, oder? Hä? Ich dachte, wir hätten schon den Schlüssel. Behold, the residence of Butters the Merciful. Oh, ich hab gedacht, wir hätten den Schlüssel schon. Nehmen wir mal mit. Ihr guckt doch eh keiner Fernsehen.
alle sind doch nur bei YouTube beschäftigt. Ah, this must be the new kid. We're playing, Dad. Guck, der ist auch in YouTube beschäftigt. Mit seinem Handy mit Antenne. Ja. Die Handys aus den, aus der Steinzeit, Alter, ne? So, nach dem Motto. Sagen ja viele. Ja, Essen könnt ihr vergessen. Ihr habt bestimmt genug. Was ist alles hier versteckt, Patas? Welcome to my room. Ja, ich nehme mal ein paar Sachen von dir, ne? Ist okay, ne? Dias der Mantequillo, Killer. Ja, ja, die Folge kenne ich auch noch. So, erstmal hier alles kaputt machen. Das ist vollkommen richtig. Hier haben wir den Schlüssel. Ah ne, das ist der Schlüssel zu Chaos. Höhle, alles klar. Schön Pokémon. Ja, jetzt sind wir auch schon auf Pokémon-Jagd. Steht ihr? Wir sind hier bei Pokémon Go in Source Park. Ganz klar. Da sammeln wir die schönen Pokémon Go Dinger. Die anderen kann ich leider nicht mitnehmen, ne? Schade. So, erstmal die Stifte hier runterhauen. Naja, gut. Nichts Besonderes hier in deinem Zimmer, weißt du das? Aber hier, ein paar kleine Sachen mehr mitnehmen. Guck, gehen wir nochmal in das Schlafzimmer deiner Eltern. Da ist der Schlüssel. Da habe ich mich wohl verwechselt mit den Schlüsseln. Ach, immer diese ganzen Schlüsselei. Und das meine ich jetzt nicht zweideutig. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Und da ich weiß, dass da hinten eh nur die Toilette ist, weil das in jedem Haus anscheinend gleich aussieht, wer weiß warum, aber in jedem Haus sieht es eh immer irgendwie gleich aus. Ich meine, na, viel ändert sich hier nicht, ne? So, wollen wir doch mal in deiner Garage schnuppern? Mal sehen, was du da hast. Alles, was wir haben oder mitnehmen können, ist, denke ich mal, wertvoll. Auch wieder mal. Mehr hast du nicht, leider. Ja, komm, Butters. Wir machen uns jetzt auf den Fuß. Keine Ahnung, wie man an diesem komischen Ding daran kommt. Ich habe es privat mal ausprobiert. Keine Ahnung, vielleicht kommen wir dazu noch. Oh, ja, ist gut. Hier, Map. Ich weiß schon, wo ich bin. Hau ab. So. Ist das denn bei euch auch so extrem warm in letzter Zeit? Ja, das ist ein Spätsommer. Ja, das ist ja meine Hütte. Und zack. Weg damit. Jawohl. Timmy Express. Immer sehr schön. Vor allem das Pferd, das ist perfekt. Voll, Timmy. Sehr schön. Ach nee, noch mehr Elfen. Und noch eine Jagd. Na gut. These lands hold many dangers, new kid. Yeah, ist ja gut. Nice hair, douchebag. Wir müssen auf jeden Fall diesen Magier ausschalten. Angriff erhöht. Ah. Ziemlich clever. Rüstung. Ey. This looks like a job for Paladin Butter. Das reicht mir aber. Was? Rechte Hand? I got your back, yo. Wo fasst er denn hin? I better wait a turn before I do any more healing. So, jetzt reicht's mir. Ach, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Super. Hey, look, you're bleeding. Hurry up!
some of this magic cure potion. Ja. Heiltrank! Ja, erstmal was ordentliches trinken, ne? Make sure you always carry a few potions, just don't get grounded for raiding the apothecary's pantry like I. Komm, laber nicht, komm, mach hinne! Oh, jetzt reicht's mir. Ich halte erstmal den da aus. Der geht mir nämlich irgendwie auf den Keks. Angriff erhöht! Halt! Rand! So, jetzt reicht's mir. Komm her! Erstmal den Magier ausschalten. Sehr schön. Damit haben wir sogar zwei getroffen. Haha! Das war wohl nix. Und tschüss mit dir! Suck on this! Hau ab! Ah, jetzt hatte ich gar kein Schwert in der Hand. Ja, das war jetzt etwas mies. Trotzdem kriegen wir den auch noch down. Hier, komm, das ist... Du hast nichts drauf hier. Schild weg. Komm. Nope. Ah, nein. Nicht gut. Hier, knabber erstmal was. Wir brauchen dich noch. So, und jetzt reicht's mir. Geh weg, du! Was? Das zieht nur eins ab? Na komm. Ah! Ah! Au ab! Moment, was ist das mit der Hand? Achso, ja, ich weiß schon. Vergessen! Bringt nichts. Damit hätten wir natürlich auch rein können. Verschwindet! Keine Chance gegen uns! Sehr schön! Super! Und das ist South Park! Mit einem Schild, das sehr gut wackelt, ne? Na, wer bist du denn? Hast du Facebook? Sorry, but we can't be friends until you have more friends. Was? Oh, ein Vogelnest. Erstmal hier den ganzen Schnee wegmachen. Wo sind wir denn hier gelandet? Ich glaube, das finden wir das nächste Mal raus. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei South Park. Oh, noch jemand, der Facebook hat. I'm actually faster at Facebook than I am at school. Woher habe ich das gewusst? Ich meine, das hat, die hat ein Handy. Alles klar. Was ist das denn hier? Egal. Who the fuck are you? Was hast du gesagt? Play nice. Oh. Er hat doch gerade gesagt, fuck you. Nein, 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 nein. Ja, also wenn es euch gefallen hat, Daumen zeigen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei South Park. Bis dahin. Schau, Leute.